So, hallo liebe Freunde, grüße euch zum neuen Video. Und zwar habe ich heute mal einen speziellen Pilz mitgebracht aus dem Schwarzwald. Und zwar das sogenannte Hexenei. Jetzt passt mal auf. Ich schneide es mal auf. Also hier liegt es. Das ist noch quasi der Babypilz. Das ist der einzige Zustand, in dem man diesen Pilz essen kann. Das ist mein Erstfund. Also hier unten sieht man, war die Anwuchsstelle. Und da habe ich ein bisschen was weggeschnitten, weil da war noch so ein bisschen Mizel dran und alles. Ich habe den schön dann abgeputzt. Erst mit einem Pinsel. So. Ein Pilzmesser. Ist jedenfalls scharf. Ich habe es schön abgeputzt. Und ja, jetzt ist das so ziemlich gut sauber. Ich habe es dann noch ein bisschen mit dem Tuch, die restlichen Sachen noch abgerieben ein bisschen. Das kann ich noch ein bisschen machen. So, das Weißliche oben einfach weg. So sieht das Hexenei aus. So, und jetzt schneide ich das mal auf, dann könnt ihr das auch mal von innen sehen. So, da zoomen wir vielleicht mal ein bisschen ran. Zoomi, zoomi. Wir müssen die Kamera verstellen. Müsste eigentlich gut für euch sehbar sein. Ne? Müsste eigentlich drauf sein. So, dann muss ich mein Messer auch ein bisschen abputzen, ist jetzt auch dreckig. Ist auch fast. Ein bisschen abwaschen. Aufpassen, es ist sehr, sehr scharf, so ein Pilzmesser. Also, es ist echt nicht normal, wie scharf es ist. Eigentlich schon fast viel zu scharf für so ein paar weiche Pilze. Aber naja. Was kann ja auch damit zum Beispiel härtere Pilze abschneiden, die wirklich extrem schwer weggehen, wie so Baumschwämme oder sowas. Da hat man es einfach leichter, sie zu entfernen. Das ist echt eine wunderbare Sache. So. Und ja. Aber es geht jetzt ums Hexenei auf jeden Fall. Jetzt machen wir das mal auf. Jetzt seht ihr das mal von innen. Den Aufbau. So. So sieht es aus. Könnt ihr das jetzt mal kurz betrachten hier? Genau, können wir noch ein bisschen hinzoomen. Das ist das Hexenei. Also man kann deutlich sehen, die verschiedenen Schichten. Außen ist eine gallertartige Schicht, die das zusammenhält, das Ei. Das springt aber dann auf, das ist bloß die Schutzhülle von dem Pilz. Hier sieht man dann den Pilz, seinen Hut und hier ist sein Stiel. Also das hier drückt quasi diesen Kopf aus dieser Eihülle raus und dann ist der Pilz da. Dieser Pilz heißt die Stinkmorchel. Die Stinkmorchel ist dafür bekannt, dass sie nach Aas riecht, um quasi Fliegen anzulocken, die dann sich auf ihren stinkenden Hut setzen, um sich damit schön einzusporen, weil die denken ja wahrscheinlich, das ist Aas oder irgendwas. Oder ja, wahrscheinlich, also irgendwelches vergammeltes Tier. Und so setzen sie sich dann in Scharen auf den Hut und tanzen da rum, als wäre es Festessen. Ist aber gar nicht. Der Pilz ist gar nicht dumm. Der hat extra diesen Gestank, damit die Fliegen ihn nachher seine Sporen im ganzen Wald verteilen. So, also das Ding ist ultra eklig, wenn es aufgeplatzt ist.
Aber wenn es noch nicht aufgeplatzt ist, kann man es essen. Kein Witz, ich habe es noch nie probiert, aber das funktioniert. Naja, was auch noch besonders ist, dass man diese gallertartige Gelatine auch auf der Haut zerreiben kann. Macht ultra weiche Haut. Und ich zeige euch das gerade mal. Gerade hier ein bisschen von dieser Gelatine raus. Und reibt sich damit zum Beispiel das Gesicht ein oder die Hände. Also ich reibe mir jetzt mal ein bisschen meine Stirn und so ein. Und also, dass ihr das auch wirklich seht, dass ich das wirklich mache.